So, liebe YouTube-Freunde, wir sind hier in Chemnitz, Aktion Gelbe Westen. Sind nicht allzu viel, aber wie gesagt, Hauptsache wir unternehmen was. Und hier sind unsere Verfolger, unsere komischen, die voll anderer Meinung sind. Wunderbar. So, wie gesagt, wir lassen uns nicht alles gefallen. In diesem Stadion, was uns zugemutet wird, in unseren Völkern. Und seht ihr hier, das sind die vermummten Leute, die hier anderen Leuten, die die Schieflage hinweisen, dagegen sind und andere Leute noch schwer verletzen tun. So sehen die aus, haben in ihrem Leben, haben die noch keine Familie, keine Kinder großgezogen und keine Steuern bezahlt. Das sind sie. So, jetzt gehen wir mal weiter. Liebe YouTube-Freunde, so. Hallo. Ja, seht ihr hier? Das sind unsere Verfolger hier hinten. Ein Wahnsinn. Willst du mitgehen? Wir müssen ein bisschen zusammenbleiben. Ne, das ist hier. Ja. Ja, also wie gesagt, aber wie gesagt, es haben etliche in letzter Zeit noch abgesagt. 43 Leute haben wir jetzt drauf im Livestream. Wie gesagt, Hauptsache, wir machen was. Und das ist ganz wichtig, dass die Leute sehen, es tut sich was. Und es gibt noch genug Widerstand in Deutschland und in die Städte. Auch wenn man den anderen Parteien, die hier Demos machen, unheimliche Steine in den Weg legt. Und wie gesagt, wir sind das Volk und wir lassen uns nicht alles gefallen. So ist das. Ja, wir laufen jetzt ein bisschen hier durch die Fußgängerzone. Ich bin also fast der letzte erste Mal hier und ich werde mich dann immer mal rumdrehen, um euch diese Linksfaschisten, die genau die gleiche Gesinnung haben, die den Herrn Magnitz hier in Bremen niederrampeln oder schlagen oder sonst irgendwas machen. Wie gesagt, normale Leute machen sowas nicht und wir wehren uns. So ist das, Leute. Und wir müssen uns wehren. Wir sind das Volk, wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder. Wie gesagt, die sollen auch ein ordentliches Leben haben und ordentlich aufwachsen können. Ja, das wollen wir zeichnen, was wir setzen wollen. Es gibt noch Widerstand, auch in Chemnitz. Das haben sie euch denn gesagt? Ja. Ja, das. Weil jetzt haben wir nee, ganz gut. Ich will da nicht groß sagen, aber okay. Ja. Ja. Wunderbar. Hast du das gesehen, was da hier hinter uns hier los ist? Ja. Die Linksfaschisten? Ja. Die Linksfaschisten, Wahnsinn. Ja, hier müssen wir aber schön zusammenbleiben, dass hier nichts passiert. Wie gesagt, die sind gewaltbereit, das sieht man. Ich werde dann auch, wenn die immer näher kommen sollten, halte ich immer schön drauf, dass man das dann auch sehen kann und die Polizei das auswerten könnte. Wir gehen mal davon aus, dass es friedlich bleibt. Wie gesagt, von uns geht überhaupt keine Gefahr aus. Wir laufen hier ganz normal in unserer Heimatstadt und das machen wir. Wie gesagt, es ist ungefähr so um die 0 Grad. Wieder mal ganz schlechtes Wetter. Hier sieht ihr, wie es geschneit hat. Da ist es aber noch relativ wenig, schätze ich, hier in der Innenstadt. Die Leute, die jetzt von auswärts kommen, da liegt natürlich mehr. Also bei mir zum Beispiel liegen 55 cm Schnee. Harte Arbeit gewesen hier die ganzen Tage. Wahnsinn.
So, wie gesagt, Gelbwesten, das verbindet mit Frankreich, mit Belgien, mit Italien und mit anderen Staaten, wo das Volk genau die gleichen Probleme hat wie hier in Deutschland. Und wir lassen uns nicht alles gefallen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier ist das Rathaus von Chemnitz. Wir laufen ganz normal hier in der Innenstadt, wie jeder das macht. Und ob wir eine Weste drüber haben oder nicht, oder ganz normal laufen oder einkaufen, ist doch ganz, ganz egal. Eine gelbe Weste signalisiert Achtung. Und da in ganz Deutschland Achtung geboten ist, in Frankreich, in Belgien, in ganz Europa, und der gesunde Menschenverstand in die Knie gezwungen wird, müssen wir aufstehen, Leute. Und das nicht bloß in Chemnitz, sondern in jeder großen Stadt und auch in anderen Bruderländern. Wo wollen wir lang? Also wir müssen ja irgendwie zusammen. Allerdings wäre es besser, wenn wir nicht allzu weit weg sind, weil ihr müsst mal gucken, wer hier hinten lang kommt. Wir waren nämlich hier. Hier hinten sind die waren Faschisten, die brutale Schläger sind. Man hat es eben erst gesehen und die schrecken auch vor Bombenattentaten nicht zurück. Traurig, traurig, was hier passiert. Wir müssen. Die kommen nochmal. Also ich hatte gedacht, wie gesagt, wir können ja am Rosenhof mal kurz vor und dann wieder zurück. Und dann machen wir die Klosterstraße hin. Und dann hier zu, dass wir hier mindestens eh oder zweimal vorbeikommen. Und dann machen wir wieder zurück. No? Können wir auch machen. No? Aber ich habe jetzt einen Livestream, ich habe jetzt 93 Leute drauf. No? Ja. Zeig euch mit. Wie gesagt. Also wir machen erstmal hier weiter. So. So, jetzt machen wir erstmal weiter. Ja. Ja, aber wie gesagt, tut euch nicht so vereinzeln, ne? Nee. Bleibt zusammen. In Fünfergruppen in Sichtweite. Weißt du? Oder mal, gut, dann laufen wir eben hier lang, machen wir eben Rosenhof. Nee, da wird sowieso keiner Sinn. Da habe ich auch gehört, da ist ja ein Drogenumschlagplatz. Aber das geht eigentlich immer später los. Wahrscheinlich. Nee, machen wir hier lang, das ist doch mal windgeschützter. Dort stehen unsere Widersacher wieder. Da müssen wir, das sieht man mal vom Mund. Ja, Mütze bis sonst wie dann noch durch. Eine Schande, was hier abgeht. Schlimm, schlimm, schlimm. Wie gesagt, die haben in ihrem Leben haben die noch keine Steuern bezahlt. Die haben noch keine Kinder großgezogen, keine Familie ernährt. Nichts. Nichts. Die 13 Mann sind wir, ne? Da innen ist er schon mal wieder weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 14 Mann sind wir. Das waren 15 Mann. Also. Da innen ist aber schön, da müsste noch. Da hat er den Anruf gekriegt. Da müsste noch nach Hause. Ne, aber das ist erstmal ganz gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass das dann, wenn es wärmer wird, mit der Schule macht. Wir wollten bloß jetzt nicht in den neuen Jahr einfach ins Nichts fallen. Und wir wollen zeigen, es gibt Widerstand in Chemnitz und auch in anderen Städten. Ich habe es in den alten Bundesländern schon gesehen, wo Leute in Fünfergruppen oder 10 Leute durch die Fußgängerzone gelaufen sind. Ja, so muss es sein. Genau. Richtig. So ist es. Ja. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Ja, ich. Wollen wir auf die zugehen, na ja, gut. Und dann? Und dann gehen wir hier wieder zurück. Ja. Ja, die sind aber wirklich jetzt zu unserem Schutz da. Das ist so. Genau. Aber wenn irgendwas ist, müssen wir hoffentlich in Schutz kommen. Ja, genau. Ja, ich kann über jetzt nicht so frei sprechen, jetzt im Prinzip, weil ich habe einen Livestream. Das ist das andere. Ja. Da
Seht euch die Leute an dort, diese Gestalten, Dunkelgestalten. Ja. Das ist der wahre Faschismus. Genau. Wie gesagt, Polizei ist da. Sehr schön. Von uns nochmal ein herzliches Dankeschön an die Polizei. Wie gesagt, wir stehen hier für unsere, für unser Land, für unsere Heimat, genau, für unsere Menschen, genau, natürlich allen Mitmenschen, unseren Kindern, Enkelkindern. Und das ist sehr wichtig, dass das auch so bleibt. Für den Erhalt unserer Heimat. Jawohl. Und so soll es sein. Richtig so. Polizisten da haben, ja, wie gesagt, ich kann ja nicht alles. Das jetzt ist nicht drüber umsorgen. Ich habe jetzt 120 Leute da. Ja, ja. Aber wie gesagt, im Kämpfergruppen ist es normal, aber in puncto Sicherheit ist es besser, wir bleiben ein bisschen mehr auf, also zusammen. Genau. Na, das ist schon mal nicht schlecht. Aber eine Frechheit ist schon, wenn dann hier uns solche Leute auflauern. Also wissen Sie, ich habe das jetzt nicht so sehr verbreitet, ich habe es praktisch auf YouTube, also gucken auf YouTube. Genau, und genug solche Leute zu und gucken, was wir für Videos machen, für Livestreams. Eine Schande. Die müssen ja eine Zeit haben. Die werden von unserer Stadt ja noch finanziert. Die haben eine Zeit, wo wir den ganzen Tag arbeiten und machen das nebenbei noch solche Sachen. Und werden sie finanziell frei. Genau, so ist es. So, ja, wir können es ja mal wieder hier aufwärmen, hier zieht es mal nicht so richtig. Da, ja, genau, genau. Statt den Zug um die Ecke, haben wir hier geschoben. Ja, also hier ein paar Impressionen hier aus Chemnitz. Hier nochmal das Rathaus. Wie gesagt, wir haben uns heute die Zeit genommen, mal mit einer gelben Weste hier lang zu laufen. Und man kann das ausweiten, wenn wir dann wieder unsere Runde beendet haben, da wollen wir uns nochmal hier unterhalten, ob wir das beibehalten oder auch nicht. Oder ist ausbaufähig, wir werden es sehen. Na? Genau. Wir können ja dann auch mal hier Richtung Düsseldorfer Platz vielleicht hier vormachen. Ja. Da ist auch hier ein großer Drogenumschlagplatz, was man so hört. Ja, da laufen wir. Ja, genau. Wie gesagt, ich kann aber jetzt nicht vorne weglaufen, weil ich da die Leute nicht drauf habe. Ich will ja aber keine Reste machen. Hier drüben, wir hier immer geradeaus. Na, weil wenn ich jetzt hier vorne weg habe, da haben wir keine gelben Westen drauf. Das bringt ja auch nichts. Und dann muss ich nämlich immer wieder im Rücken. Ja. Und dann laufen wir vor bis zur Theaterstraße und dann vorne stickel die Theaterstraße vor und dann die Klosterstraße wieder zurück. Und dann kommen wir hier auch wieder vorbei. So, die anderen Patrioten, die kommen hier. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ja. 10 vor 7. So. Ja, wie gesagt, in Sachen puncto Sicherheit ist es besser, wir bleiben doch ein bisschen zusammen, dass wir aus den 20, 30 Metern Abstand im Prinzip bloß 5 Meter machen. Ist auf jeden Fall sicherer, weil, wie gesagt, die etwas anderer Meinung sind, die uns in den Rücken fallen wollen, die sind natürlich dann auch hier.
wie gesagt, diese Handvoll Vermummte. So sieht's aus, Freunde. So, unser Land, unsere Kultur und unsere Menschen sind uns sehr, sehr wichtig, weil jeder, der hier aufgewachsen ist, der hat hier natürlich, ja, hier, das ist diese Gruppierung wieder, schaut sie euch an, die haben noch nicht aufgegeben. Die kennen doch nicht mit uns auf, oder? Ja, ja. Ich warte erst mal, bis hier unsere Aschmalle durch sind. Ich hoffe, dass der René hier weiß, wo wir lang machen wollen. So, naja, gut, machen wir jetzt hier. Das, wie gesagt, ist manchmal zur Sicherheit ist es besser, wenn wir bloß hier 5 oder 10 Meter auseinander sind. Weil hier müssen wir mit allen rechnen, wie gesagt. Von uns geht keine Gewalt aus. Wir wollen die Leute mal darauf hinweisen, dass es auch noch Widerstand gibt. Aus einem ganz normalen Volk, aus einem arbeitenden Volk. Von den 15 Millionen, die hier die Sache am Laufen halten und nicht diese anderen, die eigentlich nur von dieser Stadt leben. Und da gehören diese Linksverstreuten natürlich mit dazu. So schaut's aus, Freunde. Ja, wie gesagt, man kann das auch normal immer mal in kleinere Gruppen mal ein paar Westen anziehen. Jeder, der eigentlich mit beiden Beinen im Leben steht und nicht gerade hier die normalen Medien konsumieren tut, da kriegt das mit, dass hier alles eigentlich schief läuft und dass im Prinzip den Leuten das suggeriert werden muss, was erstmal alles schief läuft und dass hier so gut wie alles schief läuft. Das ist wichtig. Wie gesagt, auch wenn es eine kleine Gruppe ist, wir haben wieder total mieses Wetter und ich hatte es in den großen, also bei Facebook nicht ganz groß angekündigt. Ich hatte es bloß jetzt über YouTube, über meinen Kanal angekündigt und wir werden sehen, was es für Resonanz bringt. Aber es dient zur Sicherheit für die ganzen Leute, die hier arbeiten, wohnen und leben hier. Das ist ganz, ganz wichtig. 56 gefällt mir, haben wir schon eingefahren. Das ist ja schon mal gut. No. Hey, hier kommt der Schnee runter. So. Nee, dann machen wir hier vor, die Adlerstraße noch ein Stückchen links halten und dann machen wir hier die Klosterstraße wieder zurück und dann am Rathaus nochmal vorbei und dann machen wir wieder rüber und dann dürfen wir uns verabschieden. Genau. Einen Livestream werden wir noch lassen. Ja. Ich denke, aber kommt ganz gut an. Bildqualität, Tonqualität, hoffe ich, dass das okay ist. Ja. An alle, die zuschauen und zuschauen werden, patriotische Grüße in die Runde, möchte ich mal so werfen. Dass ich muss die Kommentare, die ihr schreibt oder geschrieben habt, muss ich mir zu Hause angucken, da, wie gesagt, hier vorne mein Display, das ist schon voll, also vereist nicht, aber so, ja, so fast vereist. Ich denke, dass hier meine Kameralinse noch okay ist, dass man noch einigermaßen erkennen kann. So, hier vorne kommen wunderbar von uns Gelbwesten. Einer hat sich noch dazu gesellt, der hat jetzt aber keine in der Eile jetzt keine Weste mit gehabt. Aber ist doch schön, dass er so gleich mal mitläuft und Präsenz zeigt. Wir sehen, dass wir unsere Schäfchen alle zusammenbekommen. Also vorne die Adlerstraße, dann links und dann machen wir hier die Klosterstraße wieder zurück. Ne?
Wir müssen immer nur noch verfolgt werden, aber sieht jetzt zurzeit nicht so aus. Die Polizei kommt zu unserer Sicherheit hinterher. Das ist schon mal sehr gut. Ist eigentlich traurig, wenn man sich hier als normaler Bürger in einer Stadt mit der gelben Weste nicht mal so mehr trauen kann, dass dann schon irgendwelche Linksverstrahlte mit daneben sind. Ach, hier sind sie. Also wie gesagt, die haben es nicht aufgegeben. Diese Leute vermummt, dem man alles zutrauen kann. Ein Wahnsinn. Seht sie euch an. Seht sie euch an. Das sind genau solche Leute, die AfD-Politiker, die demokratisch gewählt worden sind, verletzen, Bombenanschläge machen und sonst welche Dinge. Wahnsinn. Der gesunde Menschenverstand wird mit Füßen getreten von solchen Leuten, die in ihrem Leben noch nichts auf die Reihe gebracht haben, die keine Steuern bezahlt haben, die keine Kinder großgezogen haben, die keine Familie ernährt haben. So schaut es aus, Freunde. Seht sie euch an. Das ist so ein dreckiger Haufen. So. So, machen wir hier weiter. Ach ja, die warten hier vorne, jawohl, richtig. Sehr schön. Ja, aber das sieht mal wirklich schön aus, in diesen Grau in Grau ein paar gelbe Westen zu sehen. Das ist doch eine Augenweide. Ich möchte mich an alle Patrioten bedanken. Das mache ich aber dann nochmal beim Abschlussgespräch, die gekommen sind. Wie gesagt, es ist ausbaufähig. Es geht uns alle an, für unsere Heimat, für unsere Kultur, für unser Land auf die Straße zu gehen und signalisieren, Stopp bis hierher und wir lassen uns nichts mehr gefallen. Jetzt ist Widerstand angesagt. Das habe ich auch in meinem YouTube-Kanal immer schön als auf erste Seite stehen. Wenn Unrecht Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Genauso ist es und so muss es durchgeführt werden. Duckmäuser, Ja-Sager sind out. So, da sieht man, wenn jetzt solche linksverstrahlte Vermummte uns hier verfolgen, was die im Schilde führen. Ein Wahnsinn, was hier abgeht. So, seht ihr, hier haben wir uns schön aufgeteilt. Das sind viele, viele Gruppen. Wie gesagt, im Punkt der Sicherheit kann man die Abstände nicht so weit lassen. Das wäre kontraproduktiv. Aber ich finde es gut, dass man es mal macht. Ich muss dazu sagen, bei 250.000 Einwohnern in der Stadt ist es beschämend. Aber wie gesagt, es kommt nicht darauf an, wie viel. Es kommt darauf an, dass man überhaupt was macht. Und das ist wichtig. Hauptsache, es wird was gemacht. Und so soll es eigentlich sein. Egal wie das Wetter ist, ob das die total widrige Umstände sind. Es gibt sicherlich viele Leute, denen das am Arsch vorbeigeht, die es erst merken, wenn es an der eigenen Haustüre oder Gartentüre Probleme gibt. Aber wie gesagt, dann ist es zu spät. Deswegen, wie ich zum Beispiel, ich bin schon über 4 Jahre auf der Straße und versuche hier um Gerechtigkeit zu kämpfen. Eine hundertprozentige Gerechtigkeit wird es nie geben, das ist auch Fakt. Aber man kann auf jeden Fall für Gerechtigkeit einstehen und das ist ganz, ganz wichtig. Und das haben wir in der Schule schon gelernt, dass Gerechtigkeit und Ehrlichkeit immer sehr wichtig ist. So, machen wir weiter. Wie gesagt, wir dürfen es nicht ganz in puncto
Sicherheit ist immer gut. Und das ist doch schon ein schlechtes Zeichen, wenn die uns hier auf Schritt und Tritt hier verfolgen. Ja, da wisst ihr genau, was abgeht. Ja. Ja, nee, schön. 254 Leute habe ich auf dem Stream. Ja, das erste Bild ist mir bloß nicht gelungen. Ich habe vergessen, die Kamera umzustellen. Und da ist natürlich ein rötliches Bild, weil ich ja mein Bild immer zugeklebt habe mit was Rötlichem. aber wenn ich zu Hause bin, kann ich mir ein anderes Bild dann drauf generieren. Das ist kein Problem. Bloß jetzt ist es ein bisschen ungünstig. Ich habe heute ein Datum weggelassen. Ja, da kann man mal sehen, wie solche Linksverstrahlte, wie verborgt die sind. Wie wenn wir hier etwas mit einem 12 Jahre Nazi-System hätten, gemein hätten. Also Wahnsinn, man kann das Deutschland ja nicht auf die 12 Jahre reduzieren. Und sonst hat es kein Deutschland gegeben. Oder wie zum Beispiel hier eine Claudia Roth hier vor einem schwarzen Block dort herrennt und sagt, Deutschland Gemüse Stück Scheiße oder Deutschland verrecke. Das ist doch alles, das ist doch alles total krank, Leute. Das muss man sich mal vorstellen. Absolut. Aber die merken selber nicht, was, in welche Schieflache das ganze Deutschland und Europa gelangt. Ja. Schützen, dass wir für sie eigentlich gegen sind. Ja, wo sie eigentlich sind. Obwohl wir eigentlich mit denen noch mehr Schnittstellen hätten, ja. Normalerweise. Aber wie gesagt, der gesunde Menschenverstand ist dort wahrscheinlich nicht sehr groß. Aber wie gesagt, die merken dann erst, wenn es vor der eigenen Haustüre ist, die Probleme. Aber wie gesagt, wo kann man denn, oder wie wollen wir dann Probleme erkennen, wenn man erstmal keine eigene Haustüre hat, bei Mama lebt. Wahnsinn. Ist traurig, traurig, traurig. Und wie gesagt, das ist ja nun wir sind auch nicht ausländerfeindlich oder sowas, aber es kann nicht sein, dass hier Leute reinkommen, wo nicht mehr nachgefragt hat, wo sie sind, und das wird auch geglaubt, wo sie herkommen, und weil wissen nicht mal, was sie für eine Identität haben, was sie überhaupt im Schilde führen. Also das ist doch krank, das hat es in der Geschichte von Deutschland noch nie gegeben, dass man hier Leute hier oder andere Regionen fluten tut mit irgendwelchen Leuten. Wahnsinn, und tut aber die Kriege und das auch selber provozieren. Indem er jetzt Waffen dorthin schickt. Also, das ist Wahnsinn. Und da signalisiert es eigentlich die richtigen Nazis, die Waffen in Krisenländern schicken. Oder nach Saudi-Arabien, wo dann die Waffen weitergemacht werden. Und was war es denn Jemen, denn sie hier niedergebracht haben? Ne? Jemen. Wahnsinn. Da ist wirklich, das kann man wirklich in eine faschistische Schublade machen, aber nicht die Leute in eine rechte Ecke stellen, die darauf hinweisen, dass hier viele, viele Sachen hier schief laufen. Und von den auch genauso bei den Linksverstrahlten. Wie viele Leute wollen sie denn reinnehmen? Wollen sie 100 Millionen? Wollen sie 200? Wollen sie 300? Oder wollen sie Milliarden auf der Welt nach Deutschland reinschaffen? Genau, das ist doch total krank. Das ist doch total krank. Und wenn man wer sich mal einen Globus hernimmt und guckt mal, wie groß Deutschland ist und wie die ganze Welt ist, dann fällt eigentlich irgendwo der Groschen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und die 15 Millionen, die diese Scheiße noch aufrechterhalten mit ihren Arbeit und Steuergeldern, die trifft es am meisten. Wahnsinn, ich habe mich schon wieder aufgeregt, wie ständig, wie man sich immer aufregen muss. Aber wie gesagt, ist doch gut, dass sich hier ein paar Leute zusammengefunden haben. Und wie gesagt, hier können wir doch mal hier das Glockenspiel sehen, aber man sieht leider nichts. Das ist im Rathaus in der vorderen Tür. Die Linksverstrahlten, die sind immer noch hinter uns. Muss man sich mal vorstellen. Seht ihr sie? Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Jeder von uns würde sagen, wenn die irgendwo die Linken eine Versammlung machen oder sowas, lass sie machen. Ist doch alles okay. Aber hier, nee, ist krank. Freunde, wo wir hingekommen sind. Das ist wirklich schlimmer wie DDR, wie es gewesen ist. Wir haben jetzt wirklich schon DDR 2.0 in puncto Überwachung und allem drum und dran. Das ist schlimm, was hier abgeht. Traurig, traurig. Aber Leute, wir signalisieren hier, es gibt
trotzdem noch Widerstand, auch bei absolutem Scheißwetter. Ja, und so soll es sein, liebe Freunde. Und so nebenbei kann man auch gleich mal hier noch ein bisschen sehen, hier über Nachtaufnahmen von Chemnitz. Was? Wem? Das ist auch Nazi-Bock. Nazi-Bock? Ja. Weil wir dort geboren sind, mit den 12 Jahren deutsche Geschichte nichts zu tun haben. Die sind krank in der Birne. Die sind krank in der Birne. Ist Wahnsinn. Ist alles krank. Leute. Der gesunde Menschenverstand, da wird hier in die Knie gezwungen. Ja, das sind alle, ja. Auch die Italiener und in Belgien, ja, das ist Wahnsinn. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Wir werden erkannt. Ja, also die Leute wissen schon erstmal, um was es geht. Ja, die wissen. Na, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Wir wollen mal Richtung McDonald's hier. Oh. Und dann da oben von dem Bogen holen. Können wir machen? Machen wir es. Ja. Wer nichts dagegen hat, ja, machen wir. Ja? Also das ist gerade vor, würde ich sagen, und ja. Dann links. Und dann, ja. Und dann hinten wieder zurück. Ja. Genau. Aber wie gesagt, wir müssen dann trotzdem immer ein bisschen hier zusammenbleiben. Hier, ja. Ne? Und die, ja. Mit den Meter, nicht, dass irgendwo hier, wie gesagt, ja. Wenn wir hier die linke Karte hier im Rücken haben, ist es immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Hier. Ja. Hinten? Genau, dann machen wir hin und dann verabschieden wir uns. Genau. André, komm. Ja. Leute haben wir drauf im Livestream. Schön. Also nochmal herzliche und patriotische Grüße in die Runde. Ich konnte mich mit euch jetzt nicht so richtig beschäftigen, die zuschauen, aber ihr seid auch ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, teilt das, dass andere das auch sehen, dass hier Leute auf die Straße gehen. Wie gesagt, in Chemnitz. Sehr schön, so muss es sein. Wir sind wenig, das wissen wir, aber wie gesagt, das ist ausbaufähig. Und wenn das in der Stadt bloß ist, bloß als Denkanstoß, macht das ja schon ein bisschen was aus. Das ist doch schon mal eine ganz feine Sache. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da laufen Leute vorbei, sehen uns in gelben Westen und haben nichts anderes zu tun oder eine Aussage zu treffen. Nazis. Sind die noch ganz glatt in der Birne? Also, da bin ich total baff. Also, nee. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das haben sie aber im Prinzip jetzt auch davon, dass alle, die irgendwas dagegen haben oder irgendwo auf die Schieflage hinweisen, alle in die rechte Ecke gestellt werden. Und die Dämlichen, die glauben das auch noch. Die glauben das auch noch. Meine Fresse. Wahnsinn. Nein, Wahnsinn. Ja, also, liebe Freunde, sehr schön. Hier hat es ganz mächtig geschneit. Also, wie gesagt, hier ist es weniger. Im Umfeld ist es noch ein bisschen schlimmer. Sagenhaft. Sehr schön. Also die Leute, die einen normalen, gesunden Menschenverstand haben, die jetzt zuschauen und dann, wenn dann irgendwelche linke Kommentare sind, entweder ihr meldet sie, schmeißt sie raus oder macht sonst was. Wie gesagt, die dürfen hier nicht wieder erscheinen, hier auf diesem Display bzw. in meinem Kanal. Da habe ich dann auch immer manchmal 1-2 Stunden zu tun, um dort die Leute rauszuschmeißen. Wie gesagt, es ist öffentlich, soll ja auch öffentlich sein. Es sollen Denkanstöße sein, dass man im Prinzip mal drüber nachdenkt über die ganze Sache. Aber wir sitzen alle in dem Boot. Und man muss, also jetzt wollte ich noch mal das mal sagen, wenn die hier die ganze Welt oder zig Millionen, Milliarden Menschen hier reinlassen wollen, die vergessen wahrscheinlich, dass Deutschland bloß 82
Millionen Einwohner hat, ist doch eine Schande. Ist doch eine Schande, was hier abgeht. Und die wachen erst auf, wenn es hier vor der eigenen Haustüre irgendwie will. Dann unsere Kinder, unsere Enkelkinder, Töchter und allen nicht mehr nachts oder hier auf die Straßen in irgendwelchen Städten rumlaufen können. Von der Disco nach Hause müssen wir immer Angst haben. Ist doch Wahnsinn, was hier abgeht. Und da stellen sich Leute hier uns entgegen und finden das alles wunderbar. Also, wie krank muss man sein? Wie krank muss man sein, Freunde? Und die ganz großen Spalter, die sind in Berlin, sitzen die. Die sind in Brüssel, in der EU, um die ganzen Völker zu spalten. Und ich muss es einfach noch einmal sagen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben die gleichen Probleme, ob das in Italien ist, ob das in Frankreich ist, in Belgien, Dänemark, sonst irgendwo, überall die gleichen Probleme. Ja, Leute, so ist es, so schaut es aus. So, jetzt sind wir hier an der Zendi. Jetzt werden wir weiterlaufen. Das ist hier ein großer Fastfood. Restaurant, wie gesagt, ich will mal keine Werbung machen. (lacht) 335 Leute haben wir drauf im Livestream. Ist doch was. Ja? 335 Leute. Das ist doch schön. Ja, schön wären sie, wenn sie alle mit da wären, aber wie gesagt, ist schon mal nicht schlecht, wenn er stylen tut und mal drüber reden tut und wie gesagt, dass er sagt, hier geht was, oder es wird was signalisiert, Widerstand in Chemnitz und in jeder Stadt. Und vorhin hatte ich mich auch mit ein paar Leuten unterhalten, wenn man dann so Leute sieht, wenn man dann mit Kunden reden tut und kommt dann auch in bestimmte Richtungen Gespräch. Da schimpft so gut wie jeder. 99% der Leute, die schimpfen wie die Rohrspatzen und haben es trotzdem noch nicht mitgekriegt, was hier abgeht. Oder wollen es einfach nicht wahrhaben. Das ist schon irgendwo, ist es ein bisschen traurig. Und dann kommen solche Linksverstreute vorbei und sagen zu uns Nazis. Das ist das Einzige, was sie auf den Lippen haben. Also, ist Wahnsinn, ist Wahnsinn. Also Gehirnwindung gleich null wahrscheinlich. Übelst, übelst. So, wollen wir noch mal ein bisschen zurück machen? Und haben wir unsere, sind die Verfolger immer noch da, oder? Stimmt. Oh ja, die waren schon noch. Entweder vorne, genau. Ja. Aber die haben ja nicht gewusst, jetzt hier, wo wir lang machen. Also das ist ja. Die haben überall Leute. So. Ja, liebe Freunde, wir sind heute hier in Chemnitz, zeigen etwas Widerstand. Und treten ein praktisch für Gerechtigkeit, für unser Land, für unsere Heimat, für unsere Menschen. Und da sollte sich eigentlich jeder einsetzen für seine Heimat, wo er aufgewachsen, geboren worden ist, aufgewachsen ist. Das ist eigentlich die Lage hier. Man kann nur hoffen, dass durch solche Aktionen, dass wir da noch über Leute aufrütteln und ja, was will man sagen? Es ist dann zu spät, wenn es allen dreckig geht, alle verarmt sind, alle Rentner nicht leben können von ihrem Geld und haben ihr Leben lang gearbeitet und dann werden Gelder auf der ganzen Welt verschenkt, milliardenweise
Leute, das geht nicht so weiter. Das hat nur mit Gerechtigkeit zu tun. Jetzt machen wir hier lang. Ja, machen wir hier rüber. So. Sind wir alle zusammen hier, oder? Ja, liebe Leute, so schaut's aus. Hier in Chemnitz. Chemnitz wird gelb. Das war meine Überschrift einer Sache. Heute wacht auf in Deutschland. Ja. Grüße aus Chemnitz. Genau. Und wir Patrioten müssen endlich aufstehen. Alle auf der Straße. Wir haben alle hier Scheißwetter. Gemeinsam, Hand in Hand. Hand in Hand müssen wir hier so auf die Straße. Sein. Zieht euch eine Weste an und bewegt eure Arsch auf die Straße. Ja. Für Deutschland, ja. Für unsere Heimat. So sieht's aus, Leute. Und das muss ja auch zumindest in der Demokratie gesagt werden können. Ohne dass in irgendwelche Leute auflauern, die hier eine andere Gesinnung haben. Ja. Na? Also das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Oder diese Aktion in Anberg hier, wo dann hier auf Leute hier eingedroschen wird, ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Und das sind dann angeblich Schutzsuchende. Und die tun andere, dass die Schutz suchen müssen. Ei, ei. Ja. Genau, wenn da hier Spielzeugpistole, haben sie nicht gesagt im Radio, was es für Leute sind. Heute ist es rausgekommen, in der Zeitung hat es gestanden. Ich weiß nicht, ich habe es gesagt. Goldstücke, ja, gut. Leute, ihr müsst aufwachen, ihr müsst auf die Straße. Wer hätte das gedacht? Ganz einfach. Also wie gesagt... Was du willst, aber jetzt übertreiben sie es ganz schön. Ja. Wie viele Leute sind wir denn jetzt? 15 sind wir noch. Nee, es sind noch mehr dazu. Ja. Also 15. Aber wie gesagt, ist immer gemütlich, man kommt ins Gespräch. Genau. Na, wie gesagt, mit dem Livestream kriegt man es auch mal ein bisschen weiter raus, auch wenn wir bloß ein paar Leute sind. Ja. Aber das ist mir egal. Entscheidend ist, dass überhaupt was gemacht wird. Und wie gesagt, wir treten für unsere eigenen Leute ein. Da müssen wir mal sehen, wo die hier lang laufen. Vorne. Ich bin voll da, Bullen verarmeln, ich kann mir den Zähne rausgeschlagen, nur weil ich den Menschen geholfen habe. Hier, seht ihr irgendwas hier vorne? Ich hab nichts mehr. Ja. Schlimm. Ja. Wahnsinn. Ja. Oh weia. Naja. Das brauchen wir mal nicht dazu. Nee. Ja, wie gesagt, das sind Meinungen vom Volk. Wir haben die und die Erfahrungen gemacht. Mhm. Ist halt so. Mhm. Genau. Andere Leute haben wieder andere Erfahrungen gemacht. Diese. Aber wie gesagt, warum sollen wir das nicht sagen können? Richtig. Ja? Wir leben doch angeblich in einer Demokratie. Ja? Und das ist doch schon mal ganz wichtig. Angeblich in einer Demokratie, da soll man auch seine Meinung sagen können. Und wenn einer eine andere Meinung hat, muss man sie akzeptieren. Kann im Prinzip zusammen reden und allem drum und dran, dann zählen, was dann Fakt ist, das sind Fakten. Fakten sind dann, und das ist ja ganz, ganz wichtig, man kann sich austauschen und wie gesagt, keine Gewalt, aber leider dreht sich diese Gewaltspirale, wie man das so in den Medien sieht oder auch nicht sieht, was verheimlicht wird, ist schlimm, ist eigentlich traurig, aber ja, wie gesagt, wir können bloß das Beste draus machen und versuchen, dass wir mit Wahrheiten an die Öffentlichkeit kommen und an die Öffentlichkeit kommen müssen. Mit Dank von euch, die das natürlich teilen und nochmals teilen. Und ja, eine andere Möglichkeit haben wir jetzt erstmal nicht. Wenn dann schon größeren Parteien dann so viele Steine in den Weg gelegt wird, traurig kann man da bloß sagen. Aber es ist halt so, das ist Realität. Ja. Nee, aber ich denke mal, die Aktion ist ganz gut gewesen, auch wenn wir bloß ein paar Leute waren. Es ist ausbaufähig. Wie gesagt, nachher mache ich aber dann den Livestream aus. Aber eine Weile.
Klassischen noch. Da reden wir nochmal drüber, ob es was gebracht hat, was wie die Meinungen sind. Und da werden wir weiter verfahren. Ne? Wie wir es verbreiten oder nicht verbreiten, je nachdem. Das war erstmal bloße Test, weil ich diesen Facebook absolut nicht getraut habe, weil ich ja mit meinem Hauptaccount voriges Jahr über 160 Stachel gesperrt war für die Wahrheit, für nicht irgendeine Hetze oder irgendwelche Sachen bin ich gesperrt worden, wie viele, viele andere Tausende, genauso wieder 30 Tage für irgendwelche Sachen, was entweder 2 oder 3 Jahre davor waren und wie gesagt, alles Nichtigkeiten, Nichtigkeiten. Schlimm. Und wie gesagt, da sieht man ja eigentlich, wie hier die Meinungsfreiheit oder was da gewollt ist mit unserer angeblichen Meinungsfreiheit. Nichts ist es wert, nichts ist es wert. Das sieht man ja im Prinzip, wenn man nicht mehr Wahrheiten bzw. seine Meinung sagen kann. Und normalerweise im Grundgesetz ist es gedeckt mit Meinungsfreiheit. Ja, Leute, findet den Fehler. Findet den Fehler, wenn das nicht so ist. Und ich denke mal, hat jeder schon mitgekriegt, dass es nicht so ist. Dass wir eine Meinungsfreiheit haben. Ja. Die Antifa, die kann Morddrohungen bei Facebook anbringen, die werden nicht gelöscht. Die werden nicht gelöscht, ja. Das tut nicht gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Das ist eine Schande. Habe ich am eigenen Leibe auch mitgeführt, wo mir im Prinzip ans Leben gegangen ist mit Aussagen und ich gemeldet habe, tut nicht gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Da kann man eigentlich nur sagen, man versteht die Welt nicht mehr. Und da sagt man, bekräftigt eigentlich einen nur noch in dem Widerstand immer mehr. Wir müssen das nächste Mal einen Cut machen. Ja. Weil wir müssen dann nur mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Ja, wir müssen dann hier. Ja. Ja. Und zum Michel, also am Michel müssen wir dann auch in mehreren Gruppen dann. Okay. Also das wäre schon sinnvoller. Hat er wohl gesagt, nee, aber das ist sinnvoller, weil ihr wisst ja, wenn wir hier solche Links-Leute hier im Hintergrund haben, da kann man den Leuten kann man alles zutrauen. Wir gehen hier wegen der Wahrheit und zeichnen Gesicht, gehen auf die Straße und wie gesagt, da gibt es andere Leute, die da eine andere Meinung haben, können sie auch haben. Aber wie gesagt, die sollen keine anderen Leute angreifen oder die als Nazis hinstellen oder sonst was, weil es einfach gar keine Sinn. Und man kann eine deutsche Geschichte nicht auf die 12 Jahre ausmachen. Ein Wahnsinn. Könnte ich mich schon mal aufregen. Ist echt nicht mehr normal. Ja, das sind viele. Hier haben wir uns den Reitschutz rausgenommen. Ja. Ja. Da, die ja. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das muss, das ist gut. Dass Sie wissen hier, wer das, was das für Leute sind. Also wie gesagt, Chemnitz wird gelb. Chemnitz ist gelb. Da fiel mir jetzt gerade ein Witz ein, aber wie gesagt, nimmt man es nicht übel. Da fiel mir jetzt ein, was tun die Eskimos als erstes lernen? Oder die Griechen zuerst. Ja, ist kein Schnee. Das ziehen wir jetzt was ein. Wie gesagt, nehmen wir es nicht übel. Aber wie gesagt, wir dürfen unseren Humor dürfen wir uns nicht verbieten lassen oder nicht kaputt machen lassen. Wie gesagt, das ist wichtig, dass wir den noch haben. So muss es sein, Leute. So, 360 Leute haben wir drauf im Livestream. 206 Leute haben ein Gefällt mir hinterlassen. Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön, da freue ich mich. So muss es sein. Wie gesagt, Patrioten, verteilt das, vervielfältigt das Video. Wie gesagt, der gesunde Menschenverstand muss siegen und an die Öffentlichkeit. Und so müsste es in jeder Stadt sein. Ja. Und wie gesagt, Gewalt. Die verabscheuen wir und wie gesagt, aber man muss doch seine Meinung sagen können, egal welche Meinung man hat und in einer Meinungsfreiheit, was angeblich im Grundgesetz oder was es auch drin steht, aber nichts wert ist und man wird gelöscht bei Facebook und sperren und das, da muss doch eigentlich der Dümmste merken, hier ist doch was im Argen. Hier liegt gewaltig was im Argen, Freunde. So, jetzt zeige ich nochmal, dass wir hier auch hier in Chemnitz sind. Das ist der Michel. Dahinter steht Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Mein Spruch ist eigentlich immer,
Patrioten aller Länder, vereinigt euch und kämpft gegen das Unrecht. Und das ist eigentlich immer ganz, ganz wichtig. Und man kann eigentlich oder braucht dann nichts hinzuzufügen. So, jetzt sind wir alle wieder da. Das ist sehr, sehr schön. Jawohl, jawohl. Wie viel sind wir denn jetzt im Ganzen hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 noch, jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ich gehe noch mal in die Runde. Wenn noch jemand was sagen will oder irgendwo hier, also ich sage dann noch mal was, aber dann mache ich dann die Kamera aus. Jawohl. Und geht mit auf die Straße. Geht für eure Heimat auf die Straße. Genau, für unsere Kultur. Für unsere Kultur, für unser Land. Für unsere Sicherheit. Genau, für unsere Menschen. Für unsere Sicherheit. Weil die kriegen es auch irgendwann mal mit, was hier abgeht. Genau. Wie gesagt, wir müssen nicht warten, bis Bombendrohungen, wenn Leute abgestochen werden, vor der eigenen Haustüre passiert. Das ist wichtig. Wie gesagt, man soll dann schon ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und vorher aufwachen, bis eh alles zu spät ist. Und das wollen wir umgehen. Weil, wie gesagt, wir haben ein ordentliches Leben verdient und unsere Nachfahren, genauso wie wir es im Prinzip erfahren haben von unseren Großeltern, Eltern, und so müssen wir das weiterbringen. Also, macht's schön gut. Wie gesagt, tschüss aus Chemnitz. Ja.